Eigentlich ist es recht einfach, sich im Garten Geld zu sichern, wenn man genau weiß, an welchen Schrauben man ungefähr drehen muss. Wenn man das jetzt zum Beispiel über Jahre hinweg macht, dann kann man sich einiges an Vermögen sichern, zurücklegen und auch für andere Sachen investieren. Von daher gebe ich euch in diesem Video einige Tipps, wie ihr im Garten einiges an Geld sparen könnt. Der erste Punkt beinhaltet einfach, mit euren Menschen in der Umgebung in Kontakt zu kommen, mit ihnen zu interagieren. Das heißt, Nachbarn, Freunde, Bekannten oder auch die Gemeinde. So bekomme ich eigentlich sehr meinen ganzen organischen Dünger, weil ich ja für mich Dauerhumus bzw. Mulchen ein wertvoller Dünger ist. Das heißt, ich habe mit meinen Nachbarn abgesprochen, die zum Beispiel Wachteln haben, dass ich von denen den Mist bekomme, dass sie mir auch ihre Rückschnitte im Garten bekommen, also Laub, Holzrückschnitte, Grasschnitt bekomme ich von meinen Nachbarn. Natürlich dann auch gibt es eine Grüngutstelle, wo die Leute hier bei mir im Dorf alle ihren wertvolles Material da einfach hinwerfen und ich mich da auch die ganze Zeit bedienen kann mit Mist, mit Laub, mit Grasschnitt, mit Holzrückschnitten, also alles Mögliche, was da halt anfällt. Also der eine Schrott. Und für mich ist es Gold wert sozusagen. Und dann könnt ihr auch noch mit der Gemeinde zum Beispiel reden, wenn die mal zum Beispiel im November oder im März rückschneiden, also das ganze Gewächs auf den öffentlichen Gemeindeplätzen, also die Bäume und die Sträucher. Da könnt ihr auch mal reden, weil das wird einiges sein. Das habe ich jetzt zum Beispiel gemacht, dass sie das vielleicht euch vorbeibringen. Dann könnt ihr es zum Beispiel häckseln, Totholzhecken damit aufbauen und so auch sehr viel Mulchmaterial anholen, Pilzmyzelien auch ansiedeln. Was ihr auch mit dem Zeug machen könnt, ist es auch zum Beispiel verbrennen für Pflanzenkohle. Und so habt ihr einfach einen organischen Dünger einfach die ganze Zeit, weil die Leute sind recht froh, wenn sie halt etwas abgeben können. Die sparen sich Zeit, müssen nicht extra zum Wertstoffhof fahren, was ich jetzt auch mache. Bei meinen Freunden und Kunden, die ich beliefer, habe ich so abgemacht, dass sie mir die Reste, auch gekochte Sachen zum Beispiel, dass sie diese mir zurücklegen oder einpacken, dass ich dann damit meinen Bokashi füllen kann und die halt nicht dadurch ihre grüne oder diese Biotonne füllen müssen. Die könnten sie auch theoretisch gesehen auch abschaffen und so spare ich denen halt auch Geld. Also das ist halt diese Win-Win-Situation, einfach mit den Leuten kommunizieren, hey, ich nimm's dir ab, du brauchst nicht extra zum Wertstoffhof fahren, hast keinen Aufwand. Schickst es einfach mit so hin, wirfst es einfach dahin und das hat sich dann noch die Sache. Was ich auch gerne mache, ist so Anzeigen bei eBay Kleinanzeigen. Da erreicht man noch mehr Menschen. Der nächste Tipp wird auf den ersten Eindruck etwas ungewöhnlich klingen, weil man da zu den Bäckereien, Metzgereien oder zu Restaurants geht und da mal fragt, ob man zum Beispiel diese luftdicht verschließbaren Eimer hat. Also die nutze ich zum Beispiel für meinen Bokashi, habe ich auch einige Videos gemacht, werde ich euch oben in der Infocard verlinken. Und das sind meistens so 10 Kilo Mayonnaise-Eimer, nicht Eier. Und da werfen die in der Regel weg und die sind halt recht froh, wenn man denen zum Beispiel den Müll abnimmt. Und die verschenken sie halt gerne her. Also da kann man sich auch so eine Art Kooperation machen, dass sie zum Beispiel auch einen anrufen, wenn man dann mal was, wenn die mal was übrig haben. Und die sind auch recht kooperationsfreudig, wie ich da mal festgestellt habe. Wundern sich auch manchmal, warum man das jetzt zum Beispiel auch macht. Und was ich auch gemacht habe, ist zu einem Café bin ich mal gegangen, habe mal gefragt, wenn sie mal so Kaffeefilter oder sowas haben, ob ich dann diesen Kaffeesatz bekommen kann. Und das hat auch funktioniert. Also wenn man sich nochmal zusätzlich etwas mit Kaffee anfangen möchte, hilft ja auch bei einigen Stellen etwas im Garten. Dann kann man sich so auch nochmal Kaffeesatz von Cafés sozusagen holen. Wenn es mal zu viel wird an dem organischen Material, dann nutze ich es dafür, um viele Komposthaufen aufzubauen. Ich habe jetzt ungefähr 10 Stück, die gerade am Verrotten sind. Und dadurch habe ich dann später eine gute Anzuchterde für umsonst und gute Erde, die ich dann wieder auf meine Beete auftragen kann. Das ist auch wieder für mich eine Win-Situation, weil ich dann nicht zusätzlich Anzuchterde oder sonstige Erde mir anschippern muss, weil auch das eine Problem ist. Die Anzuchterde, die ich mir mal, oder eine Erde, die ich mir bei den
bei den Stadtwerken geholt habe, die das verkompostieren, die haben das nicht richtig gut gemacht. Da waren mehr fäulende Stoffe als da lebende Organismen drin. Und als ich da mal meine Pflanzen letztes Jahr in der Voranzucht drin hatte, dann sind sie nicht richtig gut gewachsen. Also die machen nicht so eine optimale Verkompostierung. Es ist keine qualitativ hochwertige Erde. Und wenn ich hier bei mir den Kompost ansetze, dann weiß ich wenigstens, was ungefähr drin ist, welche Qualität es hat. Und da bin ich mir auch sicher, dass die Pflanzen da gut wachsen. Die nächsten drei Punkte beziehen sich etwas mehr auf das Hochbeet. Fangen wir gleich bei dem Hochbeet an sich an. Also ich habe mir letztes Jahr bei eBay Kleinanzeigen geschaut, woher ich Paletten bekomme. Und weil bei mir zum Beispiel jetzt sehr viele Neubaugebiete in der Nähe sind und die Leute manchmal nicht wissen, wo sie mit ihren Holzkisten oder mit ihren Paletten hin sollen, weil zum Beispiel auch manchmal der Wertstoffhof das nicht annimmt, habe ich Paletten geschenkt bekommen. Und das ist dann richtig gut für mich, weil die habe ich zum Beispiel bei mir auch in einem Schrebergarten reingestellt und da wachsen jetzt momentan auch schön die Zwiebeln heraus. Habe das einfach nur zusammengeschraubt, eine Folie, die bei mir irgendwie irgendwo rumgelegen ist, reingelegt und schon ist das Hochbeet fertig. Da geht auch einiges an Ertrag. Also von daher, wenn ihr auch ein Hochbeet bauen wollt, Paletten einfach mal schauen, sind meistens auch nicht ganz so teuer. Viele verschenken sie auch, weil sie nicht wissen, wohin damit. Dann Steine. Ich habe zum Beispiel vor 3 Jahren, habe ich jemandem im Garten ausgeholfen, habe bei ihm das Dach abgedeckt mit diesen Biberfuß-Dachziegeln, also diese roten, tonfarbigen, sage ich jetzt mal. Und da ist einfach der Grund gewesen, der hatte, glaube ich, 200, 300 Stück oder sowas. Und der Wertstoffhof, der nimmt nicht so viel auf einmal, der nimmt nur eine bestimmte Menge. Und das war halt ein älterer Herr und der wollte es einfach mal schnell weg haben und nicht bei sich im Garten irgendwo rumstehen haben. Und hat er mich gefragt, ja, ob ich das haben möchte. Da hat er einfach alles auf dem Hänger drauf getan, hat es mir zum Schrebergarten gefahren, habe ich es ein bisschen verteilt. Habe es bei mir auf die Hochbeete auch mit draufgelegt als Sonnenfalle, damit meine Pflanzen mehr Wärme abbekommen, weil die Sonne da drauf scheint. Und die Wärme gespeichert wird. Die Steine habe ich auch noch genutzt, um ja, ein Häuschen, sage ich mal, für Echsen, also so Wärmehäuschen, Kühldinger, wo ich die Steine aufgeschichtet habe für Echsen, Reptilien und auch für Schnecken, wie Tigerschnecke zum Beispiel, um die auch mit anzusiedeln. Da kann man auch einiges machen, wenn ihr genug Steine habt, die euch jemand schenken möchte, könnt ihr auch theoretisch gesehen daraus ein Hochbeet machen. Und das Letzte in diesem Kompaktpaket sind dann die Fensterscheiben. Die kann man auch zum Beispiel, habe ich bei eBay Kleinanzeigen auch umsonst bekommen, weil die auch da jemand rumstehen hatte und da wollte die halt auch nicht zum Wertstoffhof bringen. Und da kann man es halt zum Beispiel auch so machen, dass man diese Fensterscheiben nimmt und aufs Hochbeet drauf macht, sozusagen als Frühbeet. Das mache ich auch immer regelmäßig, dann im März zum Beispiel mal am Abend dann drauf machen, dann über den Tag wieder runter machen, dass die Pflanzen da ja, es in der Nacht nicht so kalt haben, besser wachsen. Was man auch mit diesen Fensterscheiben machen kann, wenn ihr da wirklich ja, einen auf MacGyver machen wollt und euer eigenes Gewächshaus haben bauen wollt mit Fensterscheiben, dann könnt ihr auch zum Beispiel da für euer Gewächshaus nach Scheiben suchen. Da gibt es einige Leute, die das machen und da auch einiges kreativ sind und sich so ihre eigenen Gewächshäuser bauen und dafür sehr wenig Geld ausgeben. So ein Pyrolyseofen, um eure eigene Pflanzenkohle herzustellen oder einfach mal eine Stelle, wo ihr zum Beispiel kochen könnt oder einfach im gemütlichen Lagerfeuer mit jemandem sitzen könnt, könnt ihr mit einem Ölfass zum Beispiel umsetzen. Da werde ich euch auch oben in der Infobeschreibung ein Video verlinken, wo man zum Beispiel mit zwei gleich großen oder zwei verschieden großen Ölfässern einen eigenen Pyrolyseofen herstellen könnt und mit eurer eigenen Terra Preta bzw. Pflanzenkohle herstellen könnt und das im großen Maße. Und ich habe halt die Ölfässer damals von einem Freund bekommen, weil ich ihm halt gesagt habe, dass ich sowas suche. Der hat sie mir dann organisiert. Ich habe sie geschenkt bekommen, weil auf Kleinanzeigen gibt es sie manchmal auch für wenig Geld, je nachdem, wo ihr halt auch schaut und eure Connections und Verbindungen sprechen lässt mit euren Freunden und auch vielleicht ein bisschen Charisma mit ausstrahlt. Jedenfalls könnt ihr das dafür verwenden, was ich auch mache, wenn ich zum Beispiel sehr viel Grasschnitt im Sommer habe und ich weiß nicht, wohin damit, weil wenn dann zu viel Grasschnitt auf einmal drauf liegt, dann fängt es an zu schimmeln und das ist nicht gut für die Pflanzen, dieser Schimmel- und Abbauprozess. Und da habe ich die zum Beispiel als großen Gras-Bokashi genommen, das heißt, dass ich da den Grasschnitt in dieses eine Ölfass da reinpresse, weil es halt oben so einen extra Verschluss hat. Und da versuche ich es dann
mit sehr viel Gras das zu fermentieren und habe ich dann wieder was, was ich da auf meine Beete geben kann, sozusagen als kostenloser Dünger. Eine kleine Unterbrechung für eine kurze Mitteilung, und zwar habe ich zwei neue Kurse veröffentlicht, eine 42-Tage-Challenge für die Grundlage in die Permakultur und eine 22-Tage-Challenge für die Grundlagen in die schleimfreie Heilkost, vegane Rohkost und dem Fasten. Beide Kurse findet ihr unten in der Videobeschreibung. Der alte Mann und bei mir der Nachbar im Schrebergarten hat sich mal vor Jahren mal gedacht, dass Bambus richtig gut da bei ihm in seinem Garten reinpasst und hat dann wahrscheinlich die Wurzelsperre vergessen und der Bambus, der wuchert halt überall hin. Also da kann man sich auch einiges am Garten zum Beispiel versauen und auch eine Nachbarschaft, wenn man dann überall der Garten voll mit Bambus rumwächst. Ich versuche da schon so gut wie es geht alles einzudämmen und die Wurzeln mal abzuknipsen, dass sich dann nicht überall neue Triebe bilden. Jedenfalls hat er mir auch die Erlaubnis gegeben, dass ich, wenn die Bambusrohre stören, wenn sie zum Beispiel bei mir rüber wachsen, also das heißt, wenn sie halt über den Zaun so einfach rüberhängen, dann darf ich sie mir zum Beispiel abschneiden. Und mit dem Bambus kann man auch einiges machen. Also ich kann die als Stützen zum Beispiel für meine Jungpflanzen nehmen, so kleinere Röhre. Ich kann die auch für Bäume als Stütze zum Beispiel nutzen. Da gibt es ja viele verschiedene Variationen. Dann kann ich den Bambus auch dafür nutzen, als Ansiedlung für Wildbienen, also als Wildbienenhotel. Da habe ich auch schon mehrere Videos dazu gemacht und habe sie auch in meinen Videos gezeigt. Kann man natürlich Ranggerüste für Gurken oder Bohnen machen. Also da ist halt der Kreativität sozusagen alles offen. Man kann vieles mit dem Bambus machen. Und wenn ihr halt zum Beispiel Nachbarn habt, Freunde habt, die Bambus haben, den immer runterschneiden, dann geht doch einfach zu denen hin und fragt mal, ob ihr den Bambus haben könnt. Dann habt ihr schon mal wenigstens einen kleinen Vorteil, sage ich mal. Momentan ist es ja sehr beliebt, dass sehr viele Menschen spazieren geht. Und wenn ihr zum Beispiel mal einfach mal in der Ortschaft rumläuft, dann schaut mal gezielt ein paar Gärten rein, schaut euch die Reben an, also die Trauben, die verschiedenen Beerensträucher, Aronia, Johannisbeeren, Stachelbeeren oder auch andere Bäume, wo ihr zum Beispiel dann später veredeln könntet, und fragt doch einfach mal die Leute, ob ihr ob ihr euch einen Steckling abschneiden dürft. Natürlich einen gewissen Smalltalk und nicht so einfach mit dem Kopf durch die Wand und irgendwie einfallen, sondern ein bisschen Smalltalk halten, so Psychologie auch etwas mit beachten, weil halt viele Leute auf sich selbst bezogen sind, und wenn sie keinen Vorteil haben, warum sollten sie dann für jemanden etwas machen? Das heißt, ein bisschen Komplimente machen, ein bisschen ins Gespräch kommen, lachen zum Beispiel, und das dann so ein bisschen nebenbei so erwähnen, dass es nicht ganz so aufdringlich wirkt. Ihr könnt auch zum Beispiel einen Deal mit den Leuten machen, wenn ihr da Erfahrung habt, einen Beerensträucher schneiden, Reben schneiden, allgemein einen Baumrückschnitt, dann fragt doch einfach, ob ihr für die Menschen die Sträucher zurückschneidet, dann haben sie zum Beispiel da weniger Arbeit und ihr bekommt zum Beispiel Holzrückstände für eure Totholzhecken, eure Stecklinge für neue Jungpflanzen und so weiter. Also auch wieder eine Win-Win-Situation, wenn ihr es richtig anstellt. Wir befinden uns ja in der Jungpflanzen-Voranzucht und die Pflanztöpfe, die könnt ihr auch ganz einfach zum Beispiel bei euch im Friedhof holen, wenn dann die Leute im Frühjahr da die Gräber ein bisschen schöner machen, dann bleiben meistens solche Töpfchen, Pflanztöpfe zurück. Dann könnt ihr einfach mal schauen, ob ihr da welche findet, und dann könnt ihr kostenlos und umsonst Pflanztöpfe bekommen, die andere weggeworfen haben. Wichtig zu den Pflanztöpfen sind natürlich die richtige Voranzucht, und mit Maulwurfserde könnt ihr da so ziemlich nichts falsch machen. Das ist eine optimale Erde, schön krümelig und locker. Der Maulwurf, das ist ein, Fleischfresser, der frisst halt Insekten und andere kleine Getierchen. Das heißt, wenn diese Erde ist richtig steril, frei von irgendwelchen Eiern, Larven oder sonst irgendwas oder auch Mücken, und die könnt ihr dann ohne weiteres bei euch mit in die Anzuchterde mit reinmischen, könnt ihr ein kleines Gemisch daraus machen, habe ich auch ein Video dazu gemacht, werde ich euch oben in der Videobeschreibung verlinken, und die bekommt ihr eigentlich auch überall, weil jetzt momentan die Maulwürfe ihre kleinen Häufchen machen. Für viele ist das Haltbarmachen von Lebensmitteln und somit Vorräte aufbauen für den Winter auch ein wesentlicher Bestandteil der Selbstversorgung. Hier habe ich jetzt zum Beispiel Pfirsichmarmelade, und wer freut sich denn nicht über eine Pfirsichmarmelade? Ich schaue sie mir sehr gerne an. Essen tue ich das jetzt nicht unbedingt. Jedenfalls
ist es so, dass ich diese Gläser auch von Nachbarn und Freunden bekomme, weil ich ihnen halt sage, dass ich halt diese Gläser brauche, um halt spezielle Sachen einzulegen, zu fermentieren, einzukochen und so weiter. Und so kann ich mir dann einfach Gläser beschaffen, weil die Leute meistens die Sachen wegwerfen und sehr wenige das machen, einkochen, fermentieren und so weiter. Von daher muss ich mir dann nicht unbedingt neue Einmachgläser kaufen. Und speziell bei dieser Pfirsichmarmelade ist es so, dass mir mein Nachbar Pfirsiche gegeben hat. Ich glaube, letztes Jahr waren es ungefähr so 10 bis 20 Kilo. Der hat einen riesen Baum gehabt und die sind halt wegen diesem regnerischen Wetter runtergefallen. Die sind nicht richtig reif geworden. Und dachte ich mir, dass ich halt daraus Pfirsichmarmelade mache. Und so habe ich mir dann sozusagen mit den Gläsern und den Pfirsichen kostenlos Pfirsichmarmelade machen können. Also von daher lohnt es sich immer, ja, sich mit Nachbarn, mit Freunden auszutauschen, also eine etwas tiefere Beziehung aufzubauen, wenn die irgendwelche Obstbäume haben und zu viel Ernte, dass sie dann mal auf einen zurückkommen. Servus, Bock am Apparat. Ach, guten Morgen. Mein Name ist Christian und vor dem Grundstück meiner Eltern ist so eine kleine Fläche von euch in der Gemeinde. Ja, du, das sagt mir nix. Ja, mein Anliegen ist es, daraus eine Wildblumenwiese zu machen und vielleicht noch ein paar Bäume, die ich noch für euch spendiere, um auch so eine Art Straubswiese draus zu machen. Was? Sind sie noch ganz dicht? Haben sie noch alle Tassen im Schrank? Untenrum ist jetzt noch alles dicht, die Windel hält noch ziemlich gut, aber jetzt meine Frage, woher wissen Sie, dass ich nicht alle Tassen im Schrank habe? Überwachen Sie mich etwa? Ja du, die Leute holen uns eigentlich nur, wenn sie einen Baum loshaben wollen. Du bist jetzt der Erste, der für uns einen pflanzen möchte, habe ich das richtig verstanden? Ist das ein Nein? Kümmerst du dich um das ganze Gezuppel? Si, amigo. Alles klar, du rechter, linksgrün versüffter Hippie. Unbewusstes Schlafschaf. Ja, Bursche, ist einfach alles nur eine Täuschung, um lautstarke Pseudo-Erleuchtete in Sicherheit zu wiegen und sie dann richtig schön fett in die Pfanne zu hauen. Na dann, so viel dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr den Kanal kostenlos abonnieren, wenn ihr dabei noch auf die Glocke drückt, dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und gerne auch unten für den Algorithmus auch rein kommentieren, welche weiteren Tipps ihr zum Beispiel habt, würde mich auch sehr gerne interessieren, um auch weiter meinen Horizont zu erweitern. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten für mich und das Projekt findet ihr unten in der Videobeschreibung. PayPal, Bankverbindungen, Patreon, Merchandise, wie zum Beispiel so eine Tasse vom Permakulturprojekt Peace, T-Shirts, alles Mögliche, auch meine Kurse zur 42-Tage-Challenge für die Permakultur und 22-Tage-Challenge für die schleimfreie Heilkost. Findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr mal gerne ein bisschen durchschauen. Und sonst sehen wir uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.